Er lebt? Er ist nicht umgekommen bei dem Absturz? Aber wo ist er jetzt? Und warum hat er sich nie gemeldet? Wahrscheinlich wollte er nichts mehr mit uns zu tun haben. Aber er hat sich doch auf mich gefreut. Und wenn er meine Mutter verlassen wollte, dann hätte er doch nicht untertauchen müssen. Nein, deswegen nicht. Weswegen dann? Theos Schwester lebt in den USA und brauchte dringend eine teure OP. Es war lebenswichtig. Sie war nicht versichert und hatte kein Geld fürs Krankenhaus. Und Theo, ihr Vater, auch nicht. Aber er hatte eine Lebensversicherung. Die dann an seine Schwester ausgezahlt wurde. Damit konnte sie sich die OP leisten. Nach der Explosion habe ich Theo gefunden, bestimmt 20 Meter vom Wrack entfernt. Er hat mich angefleht, ihn liegen zu lassen und allen zu sagen, er wäre tot. Ich habe ihm dann noch etwas Proviant und Wasser und Verbandszeug in ein Versteck gebracht und dann... Ja, und seitdem? Haben Sie ihn noch mal gesehen? Also ja, wie kann ich ihn erreichen? Ich muss mit ihm sprechen, wenigstens ein einziges Mal. Bitte. Wenn ein kleiner Betrieb mal einen Kredit nötig hat, dann pressen Sie einen aus wie eine Zitrone. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Ich brauchte 2 Millionen. Die Bank wollte 50% des Fürstenhofs als Sicherheit. Das ist mehr als das Doppelte. Und jetzt schicken Sie uns diese Hyänen auf den Hals. Das ist leider Ihr gutes Recht. So steht's im Kreditvertrag. Ja, normalerweise hätte ich so eine solche Klausel überhaupt nicht unterschrieben. Warum regen Sie sich überhaupt auf? Selbst wenn der Tipp stimmt, den die Bank bekommen hat und es gab Unregelmäßigkeiten bei der Planung des Golfturniers, dann haben Sie das, wie ich das mitbekommen habe, doch so geschickt gemacht, dass Sie gar nichts finden können. Sogar die Expertise des Präsidenten des Golfverbands liegt ordnungsgemäß bei Ihnen. Ja, aber wenn diese Arschgeige erstmal hier sind, wissen Sie, was ich mich frage? Wer hat ein Interesse daran, der Bank einen Hinweis zu geben? Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich auf eine. Meine Mutter. Wenn Sie Schaden vom Fürstenhof abwenden wollen, dann sagen Sie mir, was sie vorhat. Als ob sie mich in ihre Pläne einweihen würde. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist unser Verhältnis zurzeit etwas problematisch. Ja, aber Sie sind doch eine Familie, da redet man doch miteinander. Sie wissen also nichts. Sie wollen noch nicht mit Ihrer Mutter reden? Sie müssen sie schon selbst fragen. Und Sie wissen wirklich nicht, wo mein Vater ist? Er hat mir etwa ein Jahr nach dem Absturz eine Postkarte geschrieben. Natürlich unter falschem Namen. Sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Urlaubsgruß. Aber Sie sind sich sicher, dass sie von ihm war? Er war der Einzige, der meinen Vornamen mit Co. abkürzte. Für Co-Pilot und Konrad. Für keinen anderen hätte ich so etwas getan. Ich habe mich auch strafbar gemacht. Ich habe bei der gerichtlichen Untersuchung nach dem Absturz gelogen. Seine Leiche wurde ja nie gefunden. Und seitdem haben Sie wirklich nichts mehr von ihm gehört? Vor etwa 10 Jahren. Da bin ich schon nicht mehr selbst geflogen und war mit meinen Büchern unterwegs. Wo war das? In Paraguay. In einer Hotelbar. Wir haben uns sofort wiedererkannt. Er ist inzwischen Amerikaner. Sie haben miteinander gesprochen? Bei ein paar Drinks. Aber er wollte mir nicht einmal sagen, wie er jetzt heißt. Das bedeutet, selbst wenn Sie wollten, Sie könnten gar nicht ihn erreichen? Zumindest nicht einfach so. Aber es gibt eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit. Dann helfen Sie mir bitte. Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung. Ihr Vater will nicht gefunden werden. Sie müssen was für mich tun. Es ist wirklich wichtig. Sagen Sie mir einfach, wann genau Sie ihn getroffen haben und wie das Hotel hieß. Bitte, was immer Sie unternehmen, machen Sie es mit äußerster Diskretion. Natürlich. Ich pass auf. Versprochen. Ich will es erst mal selbst versuchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung? Bis dann. Was soll ich denn hier? Ist doch alles total überflüssig. Du musstest raus aus deiner Wohnung, wo dich alles an Annika erinnert. Und hier ist jede Menge Platz. Also, pack schon mal aus, ich mach uns einen Kaffee.
Soll ich nicht lieber unserer geliebten Chefin das Bogenschießen beibringen? Das wird ihr mal lieber früher eingefallen. Ja, ja. Milchzucker? Nee, danke. Sag mal, wohnst du schon lange hier im Dorf? Nee. Aber ganz schön geworden, hm? Mhm. Wie kommt denn mein Bogen hierher? Ich habe ihn mitgenommen. Ja, dann bringe ich ihn wieder zurück. Wieso das denn? Weil ich aufhöre mit dem Bogenschießen. Und was ist mit der WM? Ach, die findet eben ohne mich statt. Findet ja auch ohne Annika statt. Wir wollten da zusammen hin, aber so. Was würde Annika wohl sagen, wenn du aufgibst? Ach, selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Ich habe die Qualifikation verpasst. Du bekommst einen Freiplatz. Bestimmt. Und das weißt du auch. Bei all deinen früheren Erfolgen. Ja, vielleicht. Wenn ich mich bemühe. Dann tu's. Tu's für sie. Was wollen Sie denn hier? Darf ich vielleicht erst mal reinkommen, bevor Sie mich beschimpfen? Also, was ist? Ich habe gehört, eine Buchprüfung steht uns bevor. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie das überrascht. Als Anteilseignerin habe ich das Recht zu erfahren, was es damit auf sich hat. Ja, was wohl? Die Bank traut uns nicht und will sich unsere Bücher ansehen. Sie haben einen Tipp bekommen, dass es bei uns nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Sie unterstellen mir hoffentlich nicht, ich hätte der Bank diesen Tipp gegeben. Ja, wer wohl sonst? Keine Ahnung. Ich weiß jedenfalls nicht. Was mich viel mehr interessiert, geht denn bei uns alles mit rechten Dingen zu? Dumme Frage. Wenn es hin und wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen uns gibt. Aha, hin und wieder? Ja, ich würde dem Fürstenhof niemals schaden. Damit schade ich ja mir selber. So? Ehrlich gesagt, ich finde, wir sollten zusammenarbeiten, anstatt uns ständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ah, meinen Sie? Ich habe gehört, Sie haben so ausgezeichnete Kontakte zu unserer Hausbank. Warum nutzen Sie die nicht und verhindern die Buchprüfung? Oder sollten Ihre Verbindungen doch nicht ganz so gut sein, wie Sie immer behaupten? Schönen Tag noch. Tu was, träum. Herr Winkelmann, muss ich Sie daran erinnern, wo der Empfang nach der Taufe Ihres Sohnes stattfand? Ohne dass es Sie auch nur einen einzigen Cent gekostet hat? Wer hat Ihnen die Geräte für Ihren Fitnessraum gesponsert? Und wie oft waren Sie umsonst auf Teneriffa? Dreimal, viermal? Also bitte, lassen Sie etwas einfallen. Ich will diese Schlüffler nicht im Haus haben. Es hat also geklappt. Es ist gemauschelt worden, ohne Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Winkelmann glücklich ist, wenn das bekannt wird.